Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und ich sollte doch mal auf ein Best-of von Gewitter im Kopf reagieren. Und ja, wir reagieren heute auf das Best-of Nummer 14 von Gewitter im Kopf. Bin ich mal gespannt. Wie ihr Flitzebogen. Ich hoffe, ihr auch. Hallihallo meine Lieben, willkommen bei Jans Beauty Palace. Ich bin bei McDonald's, Ihre Bestellung bitte. Ja, was geht ab? Gewitter im Kopf am Start. Hi, was geht und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Okay, let's go. Ey, das hat er übelst gut. Der Anfang war übelst gut zusammengeschnitten. Reservierungen gibt es hier leider grundsätzlich nicht, also Sie können einfach vorbeikommen. Es gibt auch Kokain zu verkaufen, da. Das Ding ist, ich glaube, würde das ein Laden machen, also stell mal das gerade so vor, das würde so ein Laden in Dresden machen oder so, der Laden wäre gerammelt voll, ey. Der würde einen starken Umsatz von 3.000, 4.000 machen, ey. Wenn das ein echter Mensch wäre, würden sie sich anders verhalten, als wenn es nur ein Gegenstand ist, ne? Du kleiner Gegenstand. Wozu gehört der Ort hier zu Düsseldorf? Hitler. Das ist Düsseldorf-Hitler. Düsseldorf-Hitler? Wittler. Wittler. Tine Wittler. Tine Wittler. Aber was mir gerade so eingefallen ist, das ist die größte Beleidigung, wenn man so jemand sagt, so, ja, du bist nur ein Gegenstand. Ich habe schon erzählt, dass Leonie unsere langjährigste und beste Freundin ist von Jan und mir. Das heißt, sie kennt alle Geschichten und alle Geheimnisse von uns beiden. Ungute Dinge, die niemals an die Öffentlichkeit geraten werden. Zum Beispiel ein kleiner Bullermann. Sonst passiert aus Versehen ein schlimmer Fahrradunfall. Ich würde die Videos viel lieber schauen, wenn Tim sich nicht immer in den Vordergrund stellen würde. Tim, du bist völlig uninteressant. Das ist ja schon eine Frechheit. Aber true. Hallo. Lieber Tim, du bist völlig uninteressant. Hier drinnen befindet sich einmal ein Festnetztelefon. Ey, schreib mal so in die Kommentare, das würde mich jetzt echt mal so interessieren. Jetzt mal ohne Spaß, wer von euch zu Hause noch ein Festnetztelefon hat, würde mich ohne Mist mal interessieren. Also, ich habe keins. Also, ich kenne auch niemanden, der zu Hause ein Festnetztelefon bei sich noch hat. Willkommen in den 90ern! Das ist sogar ohne Kabel! Wie geil! Also, den nächsten Gegenstand, den ich in der Hand halte. Boah, Alter. Nein, ja, bitte. Ah, schön. Nein, bitte nicht, ich bin eine Jungfrau. Ja, dann schon. Jetzt halt doch die Fresse, du kleine Arschgeburt. Nicht mal deine Firma liebt dich. Du bist eine Maschine. Ich habe Uhren zu Hause, die sind mehr wert als du. Du wirst es später zu nichts bringen. Doch, sagst du was? Oh, wie ruhig auf einmal das Hallo, Baby ist. Kaffee, was kann ich für sie tun? Oh, ich fick dich. Geil, ein Festnetztelefon! Geil! Schnell hol den Tamagotchi raus! Man sieht es ja auch an euren Fans, ne, die euch beide zugleich lieben. Ne? Hm. Und nicht nur ein. Wer hat mehr Follower? Und noch jemand, Lisa hat auch gematcht. Aber bitte schreibt nichts ganz so peinliches, okay? Nein. Hallo, Nein, hallo. Nein, das mach ich nicht. Ich hab wirklich gedacht, du schickst das an. Gibt es denn irgendwas, was man schon mal wissen muss über Alpakas, wo man sich dran kann halten? Kann man die essen? Ich hab das Baby gerade schon in den Maxi. Das Erste, was man fragen muss, wenn man irgendwo im Zoo ist, kann man das essen? Kursi gelegt, weil ich dachte, das hört dann auch zu schreien. Ja, du siehst sehr verzweifelt aus. Halt jetzt die Fresse! Ja, warte kurz. Man muss genau hier durchtreffen. Echt, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, der muss schweben. Ich wollte es nur kurz erklären. Was für ein Getränk würdest du denn jetzt gerne machen? Gibt's das mit Wodka? Alter, das ist zu viel. Es gibt so Dinge, da kannst du zu viel von geben. Zucker und Butter. Und Kokain. Dadurch, dass er damit viel Geld verdient, teilt er natürlich gerne seinen Leib mit diesem Dämon. Schade, dass der Teufel so viel Wirkung auf viele Menschen hat. Oh, das ist ein Was ist das eigentlich für ein Kommentar, Alter? Boah, krass, ey. Das ist... Boah, ey. Das Krasse ist ja, das meinen die
Leute ja ernst, ne? Man könnte jetzt so sagen, ja, gut, das ist jetzt irgendwie nur zum Spaß gemeint, aber es gibt halt extrem viele Leute, die meinen das so ernst. Der natürlich gerne sein Leib mit diesem Dämon. Schade, dass der Teufel so viel Wirkung auf viele Menschen hat. Warum schade? Das ist doch geil, siehst du die Wohnung hier nicht? So, ich habe dem Baby jetzt die Windeln gewechselt. Guck mal, Lars hat aufgehört zu schreien. Nein, die Windeln. Weiß tot ist. Mingo ist mein Fläschchen! Bleibt auf jeden Fall dran. Es wird nämlich Verlosungen geben über diese... Guck mal, was mein Herd alles kann. Und ihr kann dein Herr das auch? Ach nee, das sind ja jetzt die Niagara-Fälle. So sah meine Kotze auch an Silvester aus. Ja, das kennt jeder. Dieser Tick, sag ich jetzt mal. Und das war halt wirklich schon ein bisschen ungewohnt, ihn dann so zu sehen, wo er es vorher halt. Aber er war dann interessant und fame, dann könnte man schon mal was mit dem machen. Alles voll. Die Windel sieht bequem aus, ich zieh mir die auch an. Das hat Opa aus dem Zweiten Weltkrieg. Ey, das ist doch so eine. Ne? Also, so eine Windel ist eigentlich voll bequem, ne? Man kann die immer anziehen, muss nie auf Toilette gehen. Also. Oder man legt sich selber einen Katheter, ne? Das kann man natürlich auch machen. Da hat man immer so einen Beutel und dann kann man den immer ausleeren. Das ist auch nicht schlecht. Mama. Kommt nichts mehr raus, das Magazin ist gar nicht drin. Au! Alter, bist du, das tut übertrieben weh. Können wir mal zur Bank fahren? Können wir jetzt weiter danach spielen? Danach sind wir reich. Komm, wir spielen jetzt mal weiter. Die Tiere untereinander unterscheiden sich auch noch. Das hat jetzt nichts mit der Farbe zu tun. Riechen nicht. Nee. Was war das mit der Farbe? Sind das etwa rassistische Tiere? Nach wie vor ist das gespielt. Nach wie vor laberst du Scheiße. Wir machen oben ihn betrunken. Nein, nicht. Den Kuchen esse auch ich. Nein, ich kann nicht wirklich. Ich stell mir halt immer nur so vor, man fährt so mit dem Auto los, hat einfach nur einen Kuchen gegessen und dann messen die so den Promillewert und auf einmal hast du so 1,0 Promille und du weißt halt nicht wieso, ne? Vor allem musst dann so zur Polizei sagen, man hat einen Kuchen gegessen, so. Und die sagen sich, ja, Kuchen. Mhm. So, ne, das muss man sich einmal so reinziehen. Man sagt so, glauben Sie mir bitte, ich habe wirklich nur einen Kuchen gegessen. Auswärts sind wir asozial. Nein, das Kind. Das ist mein Sohn, du bist der beste Freund, das geht mir ja auch nicht. Ja, das ist nur mein Geschäftspartner, der die Kamera hält. Ja, dann ist es mein Freund. No. Das geht mir dann auch nah. Was soll das denn jetzt? Was soll das? Okay, jetzt sind es ein Strohhalm, eine Scheibe in die Mette und ein bisschen schneller. Stress mich nicht, sonst fliegen hier Sachen rum. Ich glaube, die Bischöfe sind Stammkunden bei denen. Die wechseln den aber ganz häufig, die Windel. Was ich in der Hand halte, ist ebenfalls... Ist das schon wieder ein Dick irgendwann wem? Aus Plastik. Aus Plastik, ganz versaut. Ja. Ist es auch noch schwarz? Nein, es ist nicht schwarz. Gibst du Daumen hoch 20 oder 20 Zentimeter. Oder für die Tüte. Okay. Ich bring sogar Altglas selber weg. Und da ich ein Säufer bin, habe ich da viel von. Das ist Quang, unser chinesisches Kindermädchen. Jetzt Deckel drauf, ganz wichtig, und dann auf Nummer 6. Das fand ich halt so geil. Oder einfach vergessen, an den Deckel drauf zu machen. Das war so geil. Vor allem, das Geile ist ja, in dem Moment guckt der Jan erstmal. Anstatt man da irgendwas macht, weißt du, dann guckt er erstmal so zu, weißt du, dann. Okay. Der Jan macht halt in dem Moment nichts, der guckt halt die ganze Zeit nur so zu. Alles voll, alles voll. Der macht halt absolut nichts. Was machst du denn Sauerei? Leonie, seit wann sind wir jetzt genau mit dir befreundet? Schon. Wir kennen uns jetzt also, ja eigentlich schon. Wir haben die bei eBay Kleinanzeigen entdeckt. Und ich nutze ja nicht aus, damit ich ihn ballern kann. Don't fuck the company. Genau. Sie sind so klein. Da würde der Penis von Ling drauf passen. sorry. eingelocht. Du hast erfolgreich eingelocht. Und diesmal bin ich nicht das Loch. Nur 50 dafür haben wir bezahlt. Der türkische Trommler. Ja. Ich wollte dich eigentlich reinlegen. Ich wollte ein Messer sagen.
Sehr geschickt. Siehst du, ich bin... Das ist nicht schlimm mit Demenz. Mein Geschäftspartner ist jünger als ich und der ist auch dement. Tim ist ein pervers Ding. Er nutzt die halt aus, damit er jemanden zu ballern hat mit dem Namen, weil er ja so verrückt danach ist. Ich werd gezwungen. Das ist die Mahlzeit der Influencer, Bitches. Ey, ganz ehrlich, jetzt mal ohne Spaß, das kann ich euch auch zaubern, ne? Nämlich ein paar Sägespäne, nehm irgendwelche Früchte, die nicht echt sind, die aus Plastik sind, die kann ich, also sowas kann ich euch ganz schnell zaubern, ne? Der Schlafsack. Mit solchen Leuten kannst du gar nicht diskutieren, würde ich auch gar nicht anfangen. Die sind nicht belehrbar. Am besten ignorieren und stehen lassen. Oder Chloroform vors Gesicht halten und dann mit Gewichten in den Reihen schubsen. Ich bin Humanist. Das Geile ist, das bringt, würde bei uns an der Elbe gar nichts bringen. Ich glaube, wie tief? Weiß ich gar nicht, so 2,50 Meter oder so. Also ja gut, doch, mittel was würde das bringen, aber man würde den Typen trotzdem relativ schnell entdecken. So. Ne? Also. Oh. Doch, so ein ganz kleines bisschen, ganz kleines bisschen. Ein bisschen. Ey, Jan! Könnt ihr ein bisschen langsamer laufen? Ich fliegst uns voll auf die Fresse. Schneller, schnell. Und ich hatte auch schon Umgang mit echten Babys und da hat sich das Tourette genau im Umgang wie mit Tieren nämlich gar nicht verhalten. Also es ist nicht zum Vorschein gekommen. Ich habe den Babys nicht den Hals umgedreht, ich habe sie nicht erstochen und ich habe sie auch nicht umgeworfen. Ich habe sie gegessen. Wir haben darüber geredet, wie ruhig er schläft auf der Rückfahrt gerade. Halt die Fresse! Halt die Fresse, ich setze dich im Wald aus. Der Tim wird gleich auch eine essen. Ich will, dass der Fructose kriegt. Dann scheißt der die Küche voll. Okay, Jan wischt jetzt anscheinend erstmal alle Frauen ja. nach rechts. Oh, Wiebke. Ah, ja, wie geil, ja. Alle, egal schwarz, weiß oder blau. Schwarz, weiß oder blau. Ein Kamelfohlen wiegt so viel wie ein ausgewachsenes Alpaka. Und Bibis Beauty Palace hat 6 bis 9 Fohlen. Hier funktioniert die Masche ja auch. Ich weiß halt nicht genau, ich bin Atheist, ich kann nichts dazu sagen. Schieb dir deine Bibel in deine After rein. Das hat er mit seiner Ex auch gemacht, aber die fand's geil. Auf einer göttlichen Ebene. Zitronensaft, so 3 Sekunden ungefähr. Das reicht wohl, oder? Kinder. Alles okay? Sollen wir noch ein bisschen überachten oder soll ich weiterfahren? Da ist gerade bei Jan die nächste Sicherung durchgeknallt. Wenn Tim sich nicht immer so in den Vordergrund stellen würde. Lieber Tim, du bist völlig uninteressant. Hä, hey, das ist ja totaler Schwachsinn. Ja, eigentlich ist Gisela immer im Vordergrund. Ich habe auch fast doppelt so viele Follower wie du. Keiner will mir mehr erzählen. Ja, ich streichel dich. Doch. Das ist gar nicht angemessen für den Geburtstag von der alten Frau. Als mein Opa 70 wurde, habe ich gesagt, sei froh, dass du es aus der DDR rausgeschafft hast. Das ist jetzt schwieriger, weil da so viel Gras drin hängt. Ich kann mir das nicht abnehmen. Ich spiele gerne mit Scheiße. Okay, wir wollen da nicht intervenieren. Dafür haben wir nur 60 Euro ausgegeben. Das heißt, wir müssen theoretisch das doppelt. Geht man so auf eine Alpaka-Farm, weißt du? Da muss er so Scheiße wegräumen und spießt so wirklich mit der Scheiße rum. Schnapper. Also eigentlich ein guter Art Deal, ne? Das ist aber immer noch teurer als deine Mutter. Das heißt, derjenige, der hier ist... Die Kunden kenne ich, das ist eine Hure. Das ist einfach so. Reinfegen. Wo ist denn eure Weinbar? Das ist noch ein Manko, ja. Wie viele Schläge hatte er jetzt gerade? 3. Mit Facebook hatten wir noch nie Probleme, was seine Ticks angeht. Haben wir noch nie Gedanken zu gemacht. Das stimmt. Ja, der kleine dicke Jude Mark Zuckerberg findet's okay. Mark Zuckerberg. Hat er schon 3 Dildos bestellt? Alter, die sind übertrieben teuer. Die sind ja auch übertrieben groß. Für Tims fetten Arsch. Bruh. Halt dein Maul! Jetzt hab ich die Faxen, Dicker! Was machst du, Jan? Wer hat eigentlich eine Sektflasche bei sich im Auto? Oh, schön, ey. Was tut der da? Der gibt einfach Alkohol. Was? Wo hast du den Alkohol her? So, meine Lieben, wir hoffen, dass euch das Video sehr... Hier unten!
dass euch das Video sehr gefallen hat. Das ist super geworden. Ach, schön. Ach, geil. Geil, 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 geil. Hat mir echt mega gefallen. Ja, und wie immer ist der Original-Account in der Beschreibung. Und wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt mir bitte die Vorschläge über Instagram oder Twitter. Würde mich mega freuen. Und wir sehen uns definitiv, Dativ Akkusativ, in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, haut rein und tschüss.